Willkommen zurück zu Space Engineers. Ich hatte letztes Mal das hier, glaube ich, hier beendet. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Aber ich weiß noch, dass wir dieses Schiffchen hier gebaut haben und damit auch schon ein bisschen Erz abgebaut haben. Und ich habe jetzt auch schon mal einen Plan gemacht, was wir jetzt machen können, dass wir nicht so unvorbereitet hier reingehen. Und zwar können wir in der Station mal weiterbauen. Und zwar gehen wir jetzt hier dafür mal raus. Die epische Musik wieder im Hintergrund. So, die tolle Treppe, die man hier sieht. Aber darum geht es hier gar nicht. Hier geht es darum. Das war der normale Block. Jetzt muss ich gerade mal das hier rausfinden. So. Machen wir die. Nein, verdammt. Dann färben wir den mal ein. Und zwar. Blau war es ja nicht. Zwar wollte ich diesen Farbton haben, weil wir hier oben jetzt nämlich auch eine Verladerampe machen für die Rohstoffe, die hier angeliefert werden. Deswegen, so, das ist ein loses Stück, das kann man jetzt hier gleich mal sehen. Treibt das jetzt weg gerade? Nö, es hat auf jeden Fall keinen Strom mehr. Deswegen sind die Lichtlein aus, gehen ja raus. So, jetzt haben wir hier so ein riesen Loch. Natürlich ein bisschen blöd. Ich will hier wenigstens so einen Rahmen haben. Jetzt ein Rahmenschnitzel. So. Dann ich weiß nicht, ob das reicht von der Höhe für das Ding, auf jeden Fall. Na, das könnte man ja mal ausprobieren, weil das Ding ist, hat ja eine relativ dumme Form. Huch, mit P kann man das. Okay, gut. So, das muss. Wow. Was? Ja, das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Nein. Huch, Hauptmenü, nein, wie? Oh nein, das haben wir nicht gespeichert. Ach Mist, schade, kommt. Wir laden die Welt nochmal gerade neu. Wikipedia 2077. Wissenschaftliche Gesetze werden stark durch. Was? In welche Welt? Sie sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die wiederholt durch Experimente bestätigt werden und niemals widerlegt. Aha. Also befinden wir uns im Jahr 2077. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken, ob ich an diesem Flugfehler schuld war. Ja, tatsächlich. Das war ja extrem. Wow. Blöde. Da ist mir einfach, also wir dürfen nichts haben, wir wissen, was passiert. Das ist auch mal gut zu wissen. Dass das Ding auf gar keinen Fall als Rambock dienen könnte. Jetzt gehen wir hoch. Ist ja auch normales Metall, glaube ich. Jetzt müssen wir natürlich wieder das einfärben, aber das geht ja auch viel leichter. Ja, machen wir das mal so. Da kann ich euch ja gleich mal was zeigen. Zwar geht jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon gezeigt habe, drücke ich mal gerade Schwerkraft. Diese Flexmaschine, da seht ihr auch neben, dass das ganze Zeug jetzt aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe, Entschuldigung, wenn. Und das Interessante, das ist ja jetzt kaputt. Nehmen wir das Schweißgerät und machen es wieder ganz. Das funzt jetzt alles. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Ist das schon die richtige Farbe? Nein. Das muss nämlich schwarze sein. Ja. So. Dann gucken wir diesmal gleich, dass wir den Rand hier nicht ganz kaputt machen. Wie gesagt, von der Höhe müsste es passen. Müsste. Ich baue es jetzt extra nochmal ein bisschen höher. Winkel wieder die Lichter aus, jawohl.
Und seht ihr oben links, es geht sogar schön da rein. Sieht ganz gut aus, denke ich. So, in der Breite geht es auch locker. Machen wir das einfach zu, das ist dann einfach Restraum, den niemand gebrauchen kann. Wenn nicht, gräbt man ihn einfach wieder aus, wenn man ihn nicht vergisst. Und das tue ich bestimmt mit Sicherheit. Dann gucke ich mir das Video an, dann weiß ich es aber wieder, dass ich diesen Raum da noch habe. Könnte man Generatoren hin tun, hätte ich nicht schon einen anderen Platz dafür. So, können wir da oben noch draufsetzen? Ja. So. Na, das ist nicht so doof. Dann, das machen wir lieber mal hier. Zack, das muss auch noch weg. Sieht ja bescheuert aus. Außerdem sieht man von außen dann das Blaue, das geht nicht. Nee, nach hinten machen wir das auch mal ein bisschen weiter raus. Genau, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das wird auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, was es ist. Es gab ein Update. Müsste ich jetzt mal gucken. Ich guck mal ganz kurz. Moment, ob irgendwas hinzugefügt wurde. Oh, tatsächlich Solarpanel. Ach, okay. Jetzt wackelt mein Mikro gerade. Solar... Hör auf zu wackeln, was soll das? Alter, es hört nicht mehr auf zu wackeln, das ist ja wohl ein Witz jetzt gerade. Naja gut, haben wir gerade ein Erdbeben oder was? Ein Solarpanel. Hörst du mal auf zu vibrieren, du Ding? Meine Güte. Ist aber wieder zu weit weg vom Mikro, das ist doch. Damm ich nochmal. Dammit. Okay, okay, so geht's wieder. Das gucken wir auf jeden Fall, das Solarpanel gucken wir auf jeden Fall, das wackelt immer noch, ist mir jetzt auch egal. Solarpanel gucken wir auf jeden Fall später nochmal nach, was das, was es damit auf sich hat. So, dann machen wir das so. Okay. Die Wand ziehen wir dann hier hoch. Wobei es schon fast schade, so einen Raum wegzuwerfen. Weil man kann ihn mal offen lassen, wenn man ihn mal gebrauchen kann, hat man ihn. Und wenn nicht, dann eben nicht. So. Kann man das hier noch irgendwann verwenden für irgendwas? Gut. Dann geht das in den Stein rein. Alter, dieses Leuchten von den Teilen nervt ja auch ein bisschen. Wir können dieses Ungetüm da draußen natürlich auch nicht stehen lassen, das ist ja klar. Schwarz baue ich es deshalb, das müsste eigentlich klar sein, wegen der Tarnung, ganz klar, ne? Das ist ja eine Tarnbasis, die sieht man ja auch nicht wirklich von draußen. Außer natürlich, man sieht die Schwerkraft, das ist blöd. Da muss man nochmal gucken. Na. Bin ich eigentlich bescheuert? Wie hoch mache ich das eigentlich? Ja komm, scheiß doch jetzt mal wirklich drauf. Dann hat man eben eine hohe Ebene. Ist doch egal. Das sieht doch ganz lustig aus. Das ist alles ein bisschen ungewohnt mit dieser Schwerkraft, wenn wir die ganze Zeit Minecraft spielen, dann sowas. Wohl, den Gang lassen wir mal aufzunehmen. Und dann könnte man hier so eine... Hier bauen wir auf jeden Fall die Tür rein.
so eine 45 Grad winklige Steinblockformation. Oder Dachkarre. Also ähnlich zumindest von der Winkelart her. So, Aliens werden ja ganz lustig hier. Also richtig grüne. Lustig. So. Na, was ist dann jetzt da hinten dran? Ach egal. Also ich kann das Spiel auf jeden Fall empfehlen, das ist wirklich super. So, können wir da oben noch so formhalber. Ja, das ging ganz gut. Eine Tür brauchen wir statt einem Cockpit auf jeden Fall. So, die machen wir aber hier neben rein. Das ist, glaube ich, am unauffälligsten. Und hier, wie gesagt, machen wir mal die zwei. Jetzt mal kurz zum Ausprobieren, ob man da hochlaufen kann. Das finde ich super. Gut, dann ist das ja praktisch, dass man da hochlaufen kann, finde ich gut. Dann bauen wir hier dann das Lager für die, ja, ist ja klar, ne? Für die, ja, ihr wisst schon, ne? So, für die, Gesteinsdinger natürlich. Ja, das hätte ich jetzt gern, danke. Und bauen wir das dann so hoch. So, ich würde das ja machen, dass ich hier so hoch baue und dann von der anderen Seite ganz schnell mache. Problem ist diese Ecke hier, also da müsste ich so ganz komisch bauen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dann mache ich das lieber so. Na, es ist ja sehr blöd. Ja, na. Wenn man da, nee, da können wir nichts mehr machen. Dann müssen wir Tatsache hier oben ansetzen. Ach, das geht ja auf. Müssen wir das nur hier fortsetzen. Na, komm. Put, so. Dann machen wir das hier auf jeden Fall weiter. Seht ihr, so meine ich das, weil man hat hier ja eine unglaublich große Reichweite, wobei die auch Grenzen hat. Deswegen habe ich nicht unendlich große gesagt. Dann hauen wir das auf jeden Fall hier dran. Dann haben wir bald eine Wand, dann können wir die Container da dran setzen. Ich freue mich. Ich frage mich, wie viel dieser ganze Asteroid mit diesem ganzen Metall jetzt wiegt eigentlich. Also der müsste ja eigentlich unbeweglich sein. Ich frage mich, ob man da jetzt Triebwerke dran bauen kann an so einer Raumstation. Dann können wir mit dem Asteroiden fliegen. Wobei, wenn wir dann wogegen fliegen, gegen anderen Asteroiden der gleichen Größe, dann wird's ungemütlich. Na, dann holen wir uns da hier noch den Platz. Eieiei. Das ist hier wieder Kleinstarbeit. Aber es soll ja später was aussehen, die Innenstruktur hier. Riesenraumstation. Heute machen wir auf jeden Fall noch die Generatoren im unteren Bereich. Die müssen wir dann hängend aufbringen. Anbringen. Über IKEA die Hängeschränke.